Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute geht es nicht um Season 13. Ich möchte eine kleine, vielleicht auch eine etwas größere Diskussion starten. Respawn hat einen Anlass dazu gegeben, ganz wichtig, das leiere ich mir jetzt hier nicht aus den Fingern. Ganz wichtig, um was geht's? Jede Season eine neue Legende. Ich verfolge Apex, seitdem das Spiel draußen ist, seitdem mache ich Videos über Apex Legends und genau aus diesem Grund weiß ich auch, dass viele ab einem gewissen Punkt gesagt haben, Mensch, jede Season eine neue Legende ist vielleicht nicht so geil, bringt zu viel durcheinander, muss das unbedingt sein und oft bringen viele Neuerungen auch viele Probleme oder viele neue Fehler ins Spiel, was inhaltlich aber nichts mit dem zu tun hat, um was es jetzt geht. Ich möchte auf jeden Fall dazu anregen, hier eine fette Diskussionsrunde zu starten oder was heißt, dass man sich gegenseitig austauscht. Was haltet ihr denn davon? Macht es Sinn, jede Season eine neue Legende? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß halt, wie gesagt, aus gegebenem Anlass über die letzten 3 Jahre, dass viele das nicht so geil finden. Warum komme ich darauf? Ganz einfach, ich habe gestern diesen Post entdeckt und dort äußert sich Respawn selber dazu. Es passiert nicht sofort, auch nicht in den nächsten Monaten, wahrscheinlich auch nicht in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, aber in naher Zukunft wird und Breaking Point in Anführungszeichen, irgendwann ist Respawn bewusst oder Respawn ist es bewusst, dass die irgendwann einen Breaking Point erreichen in der Zukunft, wo es keinen Sinn macht, jede Season eine neue Legende zu bringen. Aus welchen Gründen die das sehen, ist mir erstmal nicht bewusst, weil das einfach nicht hier so thematisiert wird, aber ich denke, ihr und ich selber, wir finden genug Gründe, warum das sicherlich auch Sinn macht, nicht jede Season eine neue Legende zu bringen. Vor allen Dingen, wenn wir irgendwann mal, keine Ahnung, in Season 50, theoretisch habe ich vor einigen Monaten mal so ein kleines Bild gezeigt, da war wirklich so ein Auswahlbildschirm von Legenden. Irgendwann macht es, glaube ich, keinen Sinn mehr, auch von der Kreativität von Respawn her, Legenden rauszubringen, die wirklich noch Sinn machen im Spiel, ohne das Spiel völlig durcheinander zu bringen, so dass es vor allen Dingen auf die Masse der Legenden nicht so ist, dass es gewisse Legenden gibt, die dann unbrauchbar sind, was auch nicht so geil wäre. Und deswegen denkt man oder denken auch viele von euch, jede Season eine neue Legende macht nun wirklich keinen Sinn. Und ich bin da selber Meinung, wie gesagt, Respawn sagt, dass das jetzt nicht sofort passiert. Irgendwann in der Zukunft ist es ihnen auf jeden Fall mit diesem Breaking Point bewusst. Ab da macht es keinen Sinn mehr. Dann vielleicht nur nach aller 2 Seasons oder aller 3 Seasons. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was man eben nicht vergessen darf. Und deswegen bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, was ihr davon haltet. Viele nehmen den Hype einer neuen Season mit, freuen sich 2-3 Wochen, dann ist der Hype vorbei. Dann spiele ich entweder Ranked, weil Pubs unspielbar ist. Wenn ich auf Ranked keinen Bock mehr habe, weil ich mein Ziel vielleicht erreicht habe, dann ist der Punkt erreicht, wo ich dann vielleicht wieder was Neues zocke. Dann warte ich wieder noch 1,5 Monate, 2 Monate, bis das nächste Spiel draußen ist, beziehungsweise die neue Season so rum. Denn das ist nämlich der Punkt, in jeder neuen Season gibt es bis jetzt immer eine neue Legende, ab und zu eine neue Waffe. Und das sind genau die 2 Sachen, mal abgesehen von den Map-Updates, die auch meistens sehr interessant sind, aber auch nicht immer gut ankommen. Wie zum Beispiel bei mir das World's Edge-Update nach wie vor in Season 11, finde ich absolute Katastrophe. Ist nur meine persönliche Meinung. Ich mag es nicht, das ist der beste Spot. Sorting Station oder Sortierfabrik, keine Ahnung, wie man das nennt auf Englisch, mir genommen wurde. Auf jeden Fall eine neue Legende, eine neue Waffe ist meistens das, was eine neue Season so ausmacht, was den Hype auslöst. Das ist nicht unbedingt immer nur das neue Map-Update. Und wenn ich natürlich nur alle 2 oder 3 Seasons eine neue Legende kriege, ist der Hype dann irgendwann vielleicht nicht mehr so groß, wie Respawn oder EA sich das als Gelddruckmaschine erhofft. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn dann hier und da mal eine neue Legende fehlt, dass das den Hype vielleicht nicht so auslöst und viele von euch vielleicht nicht so geil finden und vielleicht da den Grund sehen, Mensch, die neue Season, die teste ich jetzt mal nicht. Wir warten einfach mal, bis die neue Legende kommt. Das ist eben der Grund, warum viele Spieler, die mal keinen Bock auf Apex Legends haben, einfach für die nächste Season wieder zurückkehren, weil es eben was komplett Neues ist teilweise, also zumindest mit einer neuen Legende, neue Waffe und dass die Meta ordentlich durcheinander haut, was natürlich nicht immer der Fall ist, das wissen wir ja in der Vergangenheit. So viel dazu. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Ich danke, dass ihr an dieser hoffentlich interessanten Kontroverse, die schon jahrelang besteht,
teilnehmt. Ich lese mir alle Kommentare durch und bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und verbleibe damit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.